Greg! Was? Greg! Was? Was ist los? Hier auf! Mama und Dad rufen dich seit einer Stunde. Du kommst zu spät zu deinem ersten Tag auf der Junior High. Was? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein! Los, los, los! Mama flippt gleich aus. Sie hat gesagt, ich soll dich holen. Sie wartet im Auto! Was ist denn los? Ich mach mich fertig für die... Schule. Bist du verrückt? Die Schule fängt erst nächste Woche an. Und nur zur Info, sie fängt schon gar nicht um 4 Uhr morgens an. Du hast Manny aufgeweckt. Wenn er nicht wieder einschläft, kriegst du... Guten Morgen. Er schläft auf gar keinen Fall wieder ein. Ich wollte nur einmal bis 6 schlafen. Geh ins Bett, ich nehme ihn. Greg, warum bist du schon auf und machst so einen Krach? Das war Roderick. Er hat mich geweckt. Er hat sogar meine Uhr verstellt. Aber ich schwör's euch, er war gerade noch... Geh wieder ins Bett. Wonach riecht's hier bloß? Irgendwie undefinierbar. Will ich hier was klarstellen? Das sind meine Memoiren und kein Tagebuch. Ja, ich weiß, was da drauf steht, aber als meine Mom das Ding gekauft hat, habe ich ihr extra gesagt, sie soll nichts kaufen, auf dem Tagebuch steht. Das beweist mal wieder, dass Mom nicht das Geringste von Jungs in meinem Alter versteht. Hm? Loser! Ich schreibe nur deswegen was hier rein, weil ich später, wenn ich mal reich und berühmt bin, was Besseres zu tun habe, als den ganzen Tag auf blöde Fragen zu antworten. Gregory, erzählen Sie was aus Ihrer Kindheit! Waren Sie schon immer so genial und gut aussehen? Meine Memoiren. Und jetzt husch, husch! Das ist unser Junge da oben. Wie konnte ich ihm je einen Wunsch erklagen? Mom hat mir das denn geschenkt, damit ich meine Gefühle am ersten Schultag aufschreiben kann. Aber ich komme schon zurecht. Ich mache mir nur um meinen besten Freund Rupert Jefferson Sorgen. Er ist auf keinen Fall reif für die Junior High. Arschbombe! Irgendwie hat er noch nicht so einen richtigen Plan fürs Größerwerden parat. Ich will ein Hündchen, ein Kätzchen, ein Kaugummi-Automaten. Egal, hier geht's ja um mich und nicht um Rupert. Ich wusste immer, dass mein Leben mal verfilmt wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es hier anfangen würde. Weil jetzt mal echt, wer will einen Film über einen Jungen sehen, der in der Junior High School von einem Haufen Idioten umzingelt ist? Yeah! 3 Tage nicht geduscht. Riech mal, lecker. Lass mich los, Roderick. Komm schon, ich mach doch nur Spaß, okay? Oder nicht? Hör mal. Mom hat mich gebeten, dir ein paar Tipps zu geben für die Schule. Ist ganz easy. Rede mit keinem. Sieh keinen an. Lauf bloß nicht rum. Setz dich nirgendwo hin. Melde dich nicht. Geh nicht aufs Klo, egal was passiert. Fall nicht auf. Nimm nicht den falschen Schrank. Tu nichts. Ach, wem erzähle ich das? Du bist sowieso bald tot oder musst zu Hause unterrichtet werden. Und lass dich nicht mit Rupert blicken. Manny, hör auf damit. Mom! Danke für die Eier, Mom. Frank. Greg? Ich finde es eklig und unwürdig, dass ich frühstücken muss, während er neben mir auf dem Töpfchen sitzt. Aber es ist deine Schuld, dass er noch nicht aufs Klo geht. Guck mich rein, Manny. Das Klo wer mag's nicht, wenn man es anstarrt. Oh Mann, ich habe doch nur Spaß gemacht. Okay, gib ihm ein Entschuldigungsküsschen. Und dann ist Abmarsch. Am ersten Schultag kommt man nicht zu spät. Nur um das mal festzuhalten. Junior High School ist die blödeste Erfindung auf der ganzen Welt. Da schmeißt man Kinder wie mich, die noch nicht in der Pubertät sind, mit Gorillas zusammen, die sich zweimal am Tag rasieren müssen. Da gibt es jugendliche Kriminelle und Freaks. Ich bin kleiner als 95% der Jungs an meiner Schule. Aber Gott sei Dank gibt es da noch Chirag Gupta. Das ist meiner! Er ist ein guter Puffer zwischen mir und diesen Idioten. Hey, Greg. Hey! Oder? Echt mal, ich weiß nicht, was mit diesen Jungs im Sommer passiert ist. Gab es einen Atomunfall? Irgendein missglücktes wissenschaftliches Experiment? Zum Glück gibt's hier noch ein paar normale Leute, sonst hätten wir hier die totale Freakshow. Wenn man so anspruchsvoll ist wie ich, ist es echt schwer, am ersten Schultag den richtigen Platz zu finden. Eine falsche Entscheidung und du sitzt für den Rest des Jahres neben irgendeinem Idioten. Greg! Ich hab doch gesagt, Rupert ist noch nicht reif für die Junior High School. Genau das meinte ich.
Hola, amigo. ¿Dónde está la biblioteca? Was hast du denn da bitte an? Wir sind gerade aus Guatemala zurück. Das ist mein nagelneuer Poncho. Schön, hä? Guten Morgen, Kinder. Ich bin Mrs. Flint. Setzt euch bitte alle hin. Willkommen zu eurem ersten Tag an der Junior High School. Macht euch eure Plätze, da seht ihr jetzt jeden Tag. Rupert, wenn du sagen müsstest, wo du auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis 200 stehst, wo würdest du dich hintun? Ist 200 gut oder mies? Ich würde sagen, dass du ungefähr auf Platz 154 bist. Ich sehe mich so auf Platz 19 oder 20. Ich habe sogar eine Chance auf den Spitzenplatz bis zum Jahresende, wenn alles so läuft, wie ich hoffe. Und wer ist auf dem letzten Platz? Hey Leute, wollt ihr meine geheime Warze sehen? Finley wird mindestens einmal im Monat aus Hygienegründen nach Hause geschickt. Ja. Seht genau hin, die hat sogar ein Haar drauf. Was ist denn das für eine Farbe? Helft ihr mir, sie zu taufen? Na schön, Ladies. Alle herkommen. Legt bitte das Strickzeug weg, es geht los. Alle gut zuhören. Ich bin Coach Malone und ich bin euer Sportlehrer. Sport gehört zu meinem Leben wie das Aufwachen am Morgen. Und ins Bad zu gehen. Ich lebe und atme Leibesertüchtigung. Wer macht mit? Wollt ihr Spaß haben? Ja! Okay, hervorragend. Also wir teilen euch auf in zwei Teams. Ihr zwei darüber, du darüber. Ja, ihr drei auf die Seite. Gut, auf dieser Seite ist das Team mit den T-Shirts. Und ihr zieht sie aus. Wieso immer wir? Ich hasse es. Er will nur, dass sich Kinder wie wir richtig mies fühlen. Was meinst du mit Kinder wie wir? Ich will nur keinen Sonnenbrand kriegen. Und du, Rupert? Mein Name ist Bauch N. Abe. Wie heißt du? Na schön. Fangen wir mit einem kleinen Spiel an. Es heißt Gladiator. Wir müssen nur schneller sein als Chirac! Ob die uns gesehen haben? Niemals. Die haben es auf den mit dem Hinkefuß abgesehen. Wir warten hier, bis die Stunde um ist, weil ich dieses Spiel garantiert nicht mitmache. Das ist unfair. Das sind echt alle Neandertaler in einer Mannschaft. Das ist barbarisch. Total barbarisch. Diese Bude ist intellektuelles Brachland. Aber schön, dass sich hier jemand mehr für seinen Geist interessiert als für seinen Körper. Ihr Mädchen sollt doch bloß reinspringen. Wieso versteckst du dich? Schmerzvermeidung. Es beginnt in der Junior High School, versteht ihr? Man ist kein Kind mehr, wird nicht mehr verhätschelt, man wird nicht mehr nach Intelligenz eingeteilt. Auf den Schwachen wird rumgehackt. Und Mädchen, die man seit dem Kindergarten kennt, reden auf einmal nicht mehr mit dir. Okay, also, du scheinst da verstanden zu haben, wie es hier läuft. Dann kannst du jetzt wieder in dein Buch gucken. Eigentlich sind wir hier nur in einem etwas besseren Knast. Ganz runter, ganz runter. Du bist eine Maschine. Da stecken einen die Erwachsenen rein, wenn man diesen total peinlichen Übergang vom Kind zum Teenager vor sich hat, nur damit sie das nicht mit ansehen müssen. Hi. Ich bin Angie. Tolle Geschichte. Wir müssen jetzt wieder abhauen. Wieso? Ist doch eigentlich super hier. Es ist sogar perfekt. Ich übel, damit ich auf die 7. überstehe. Ist das die Pfeife? Ach, ich fürchte, ich höre die Pfeife. Wir müssen jetzt gehen. Wieso gehen wir? Die können uns hier auf dem freien Feld locker umlegen. Sieh dein Hemd an. Dann denken die, wir sind in ihrem Team. Abgesehen davon stecke ich lieber Prügel ein, als dass mich jemand mit der Tante sieht. Glaub mir, das ist ja 100% sozialer Selbstmord. Ich habe noch nie so lange mit einem Mädchen geredet. Boah. Sieh dir das an. Ist das Käse? Stopp! Oh Gott, Mann! Was hättest du den Käsefluch? Den was? Den Käsefluch. Niemand weiß genau wann oder wie. Aber eines Tages ist dieser Käse wie aus dem Nichts auf dem Asphalt aufgetaucht. Niemand wusste, wem er gehört. Niemand hat ihn angefasst. Niemand hat ihn weggeworfen. Und so blieb er da liegen und wurde mit jedem Tag schimmliger und bedrohlicher. Dann, eines Tages, machte ein Junge namens Darren Walsh den größten Fehler seines Lebens. Darren hat den Käse angefasst! Nein, gar nicht. Ich habe ihn nur angeguckt. Wirklich. Darren hatte den Käsefluch. Das war schlimmer als die grauenvollste Pest. Er wurde von allen verstoßen. Man kann den Käsefluch nur loswerden, wenn man ihn an jemand anderes weitergibt. Und so begann der Käsefluch-Wahnsinn. Ein Freund gegen den anderen. Bruder gegen Schwester. Es war Wahnsinn. Doch dann hat den Fluch ein französischer Austauschschüler namens Jacques Moreau mitgenommen. Jacques hat den Käsefluch. Den Käsefluch? Comment? Je comprends pas. Pourquoi vous portez? Qu'est-ce que ça veut dire, der Käsefluch? Dumm gelaufen für Jacques. Niemand hat ihm erklärt, was der Käsefluch ist. Gott sei Dank ist er zurück nach Toulouse gegangen und hat den Käsefluch mitgenommen. Und so liegt der Käse immer noch da und wartet darauf, dass das nächste Opfer vorbeikommt. Wow. Das ist ein ganz furchtbarer Ort.
Türen? Keine einzige. Ich werde erst wieder auf der Highschool kacken. Die Cafeteria. Der wahrscheinlich grausamste Ort auf der Welt. Aber ich wollte irgendjemandem den Tag versüßen, indem ich mich zu ihm setze. Hier ist reserviert. Für wen? Hier ist reserviert. Der Platz ist auch reserviert. Das kannst du vergessen. Bis jetzt. Und wo sollen wir jetzt essen? Ich schätze mal, hier sitzen die richtig coolen Typen. Philly muss sich den Kopf gestoßen haben, als er klein war. Und zwar so richtig. Okay, okay. Mein erster Tag hätte besser laufen können. Aber wenigstens wurde ich nicht erniedrigt. Hey, Greg! Kommst du mit zu mir zum Spielen? Was hat er gerade zu dir gesagt? Oh, ich glaube, ich werde abgeholt. Hey, Leute, die Knalltüte, sagt zu der Knalltüte. Kommst du mit zu mir zum Spielen? Ja, wollt ihr vielleicht mitspielen? Versteht ihr? Das ist das Problem. Im Moment muss ich mich von diesen Idioten beleidigen lassen. Aber in 20 Jahren wird dieser Quentin hier für mich schuften. Greg! Ich bitte dich, schmeiß mich nicht raus. Ich brauche diesen erbärmlichen Job, bei dem ich die Kacke von deinem Hund wegmache. Wen interessiert's? Ich denke drüber nach. Nein, nein, nein. Vanille muss immer nach unten. So, honey, please, don't let go. Ich denke drüber nach. Nein, nein, nein. Vanille muss immer nach unten und Schokolade nach oben. Das kann ich nicht essen. Spielen, Rupert? Spielen? Ich habe dir 10 Millionen Mal gesagt, in unserem Alter hängt man ab. Man spielt nicht. Hoppla. Echt jetzt? Wenn du nicht auf mich hören willst, sag's mir. Denn wenn du dir nochmal so ein Ding leistest, sitzen wir auch für den Rest der Junior High School in der Cafeteria auf dem Boden. Ich hab da unten ein halbes Snickers gefunden. Ich darf nicht der sein, der in der Cafeteria von seinem Schoß ist. Ich sollte mittlerweile an der Spitze der Nahrungskette sein. Es muss sich echt was ändern. Und zwar schnell. Meine Mama meint, ich soll einfach ich selbst sein und dann mögen mich alle. Das wäre ein guter Rat, wenn du jemand anders wärst. Hey, kleiner Bruder. War dein erster Tag so scheiße, wie ich gesagt habe? Nein, ganz und gar nicht. Du hast dich geirrt. Es war eigentlich viel schlimmer. Du hast nicht auf mich gehört, oder? Ich habe gesagt, nicht reden, kein Ansehen, nicht rumlaufen. Und was ist passiert? Er hat in der Cafeteria auf dem Boden gegessen. Perfekt. Wenn dich niemand an seinem Tisch haben will, glaubst du, man will dein Kumpel das Hängebauschweinchen? Ich hatte recht. Da kommst du nicht lebend wieder raus. Du hast nur eine Chance, es auf die Seiten des Jahrbuchs zu schaffen. Und zwar durch einen Nachruf auf dich. Und? Willst du Twisted Wizard spielen? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Wenn er dich hier erwischt, wird er dich töten. Greg, wortwörtlich töten. Keine Sorge, solange wir die Musik hören, ist alles okay. Wow. Oh, wow. Ich wusste gar nicht, dass Roderick auf Motorräder steht. Ich hab's gefunden. Was denn? Rodericks Junior High School Jahrbuch. Hier finden wir alle Antworten. Rupert, das Ding ist wie die Bibel. Siehst du das? Da gehört jemand wie ich hin. Die Klassenlieblinge. Das sind die Besten der Klasse. Auf diesen Seiten sind keine Nobodies. Die sind berühmt. Die müssen sich keine Gedanken um einen Platz in der Cafeteria machen. Sieh dir das mal an. Hier sind 1000 Dinge, die was für mich wären. Der Erfolgversprechendste, der Bestaussehende, der Klassenclown. Den Titel könnten sie mir sofort verleihen. Muss man dafür nicht witzig sein? Hey, wir könnten es mit schlauste Freunde versuchen. Was hab ich dir gesagt? Was passiert, wenn du nochmal in mein Zimmer gehst? Aber deine Band spielt noch. Das ist das Bass-Solo, Speckbäuchlein. Verstehst du gar nichts von Musik? Ich bin nur hier, um meinen Drumstick zu holen. Und jetzt, Greg, da Mom und Dad nicht da sind, werde ich dich töten. Wortwörtlich töten. Ich hab's doch gesagt. Abmarsch. Okay, aber ich will noch eine Sache sagen. No, Greg, no! Was? Lass los, Baby, Nilpferd! Irgendwann musst du rauskommen, du Lusche, und ich warte hier, egal wie lange es dauert. Und dann bist du tot. Auszeit bitte, ich muss pinkeln. Nichts mit Auszeit, nur der Tod. Aber ich muss echt aufs Klo. Ja, na und?
Greg hat angefangen. Ich bin unschuldig. Ich wollte nur duschen. Er lügt. Er wollte mich umbringen, weil ich in seinem Zimmer war. Und da hast du ihn einfach angepinkelt? Ja. Ich meine, nein. Ja. Wow, hier kann man sich für viel einschreiben. Du kannst in allen möglichen Klassenliebling werden. Schlosstanz, das wäre doch was für uns zwei. Wahnsinn, sind das viele Aktivitäten. Und wie viel Arbeit das ist. Die treffen sich nach der Schule und auch vor der Schule und an den Wochenenden. Was für außerschulische Aktivitäten sind denn das? Geht mir aus dem Weg. Wer hat dich denn auf die Schule gelassen, Greg Heffley? Ich habe das Gleiche von dir gedacht, Patty Farrell. Was willst du, Greg Heffley? Ich werde als Schülersprecherin kandidieren und ich warne dich. Wenn du mir in die Quere kommst, vermöbe ich dich wie früher im Kindergarten und in der vierten Klasse. Vierte Klasse? Das war echt richtig krass. Was hat die für ein Problem? Ich habe ihr doch gar nichts getan. Patty ist so fetti, hat eine Fresse wie ein Klosetti. Komm schon, das war wirklich witzig. Die hat nur leider keinen Humor. Und ich habe noch nichts, womit ich Klassenliebling werde. Was ist mit Klassenlieblingen? Sagst du nie Hi oder Hallo, bevor du irgendwas sagst? Hi. Hallo. Oh, Greg ist nur hier, weil... Ich wollte nur sagen, dass ich es den Leuten hier einfach gern zeigen würde. Es ist doch total offensichtlich, dass sie sich diese Aktivität nur antun, weil sie gerne ins Jahrbuch wollen. Deine Ansichten gefallen mir. Du solltest dich für die Schülerzeitung anmelden. Wir sind die Stimme des Volkes. Chili, da legt ein Pfund zu. Und die meisten hier sind Idioten, also sind wir, um genau zu sein, die Stimme des Volkes, die sich über das Volk lustig macht. Danke, aber ich kann nicht bei der Zeitung mitmachen, weil über mich zu oft was drinsteht. Und das wäre ein Interessenkonflikt. Du bist das Volk. Okay. Glaubst du es mir jetzt? Die hat auf jeden Fall ein Rad ab. Guck mal, hier gibt's Wrestling. Das ist es. Ich bin gut im Wrestling. Das sehe ich mir seit Jahren im Fernsehen an. Ich kenne alle Moves. Tombstone, Piledriver, Chair Shot, Vader Bomb. Okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Diese Kostüme sehen mir gar nicht nach Wrestling aus. Willkommen beim Wrestling, ihr zukünftigen Olympioniken. Um sicherzustellen, dass wir es richtig angehen und niemand ernsthaft verletzt wird, lernt ihr erstmal ein paar elementare Dinge. Vergesst bitte nicht, hier geht's darum, den Sport zu erlernen und um Spaß. Richtig, das ist kein Wettkampf, denn jeder einzelne von euch ist schon ein Superstar. Für mich. Coach Brewer, kommst du mal rüber und hilfst mir? Danke. Das war ein Blitzniederwurf. Gut gemacht, Coach Brewer. Steh auf und komm hinter mich, einen Arm über meine Schulter. Los, ja, der Schmerz lässt gleich nach. Das war der sogenannte Arm-Drag. Applaus für Coach Brewer, Leute. Das geht mir gut. Ja, Herr Flay? Aber was ist mit Piledrivern und Vader-Bombs? Das ist bescheuertes Show-Wrestling. Wir machen das richtige Wrestling. Na los! Ich hoffe, ich muss nicht gegen Benny Wells antreten. Der macht mich fertig. Bewegung, na los! Okay, damit es fair ist, teilen wir euch nach Gewichtsklasse bzw. Größe ein. Also, Rottweiler, darüber. Bulldoggen, ihr bleibt, wo ihr seid. Und dann haben wir noch zwei Chihuahuas. Ja. Schicker Kopfschutz. Danke, den hat mir meine Mom geliehen. Na, dann zeig mal, was ihr drauf habt. Keine Sorge, Finley, ich geh vorsichtig mit dir um. Hey, ich war noch nicht so weit. Hier geht es nicht um Punkte, aber das war ein richtig guter Blitzniederwurf, Finley! Und ein Applaus für den zweiten Sieger. Ja, Greg! Ich darf nicht wieder gegen Finley verlieren. Wenn mich der dämlichste Junge der Schule schlägt, will mich doch erst recht keiner an seinem Tisch haben. Wie willst du ihn denn schlagen? Der hat irgendwie übernatürliche Kräfte. Ich werde ihn nicht schlagen. Ich werde diese Woche 10 Pfund zunehmen und dann komme ich in die Bulldog-Gewichtsklasse. Und dann können wir beide gegeneinander kämpfen. Fertig? Kann ich nicht auf dich werfen? Später. Du fährst besser als ich und ich bin der bessere Werfer. Greg, lass den anderen auch was übrig, Schatz. Geht nicht, ich muss Muskeln aufbauen. Warum? Ich finde, dein Körper ist genau richtig, so wie er ist. Heute wurde ihm beim Wrestling der Hintern versohlt. Was ist los mit dir? Warum schreibst du dich freiwillig für irgendwas ein? Du hast dich für Wrestling eingeschrieben? Irgendwie schon. Man schreibt sich niemals für irgendwas in der Schule ein. Man fliegt unterm Radar durch. Und so wird man auch bei niemandem irgendwelche Erwartungen. Danke, Roderick, für diese weißen, motivierenden Worte. Aber vielleicht betrachtet man das besser als Chance, sich in etwas hervorzutun. Was lerne ich in der Schule, was ich mir nicht selbst beibringen kann? Also, Greg, ich find's toll, dass du die Gelegenheit nutzt, um etwas Neues zu lernen. Das ist der erste Schritt zur Eigenverantwortlichkeit. Will, der Sohn von meinem Boss, war kleiner als du. Aber er hat sich aufgebaut mit Hanteln. Ja, wir besorgen dir die gleiche Ausrüstung. Du könntest trainieren. Richtig ernähren. Cardio-Training. Dann wärst du tiptop in Form. Genau wie Will.
Und das dauert auch nur ungefähr 3 Monate. Hm? 3 Monate? Ja. Ich esse lieber weiter. Keine Ahnung, wo es angesetzt hat, aber du hast 5 Kilo zugenommen und bist jetzt in der Bulldoggen-Klasse. Ja. Ich dachte, du hast diese Woche nicht zugenommen. Fußgewichte von meiner Mutter. Okay, Bulldogge, Häfli. Dein neuer Gegner wartet. Was? Aber das ist Jungs-Wrestling. Schon mal was von Gleichberechtigung gehört? Ihre Eltern haben mit einer Klage gedroht. Also zeig ihr, was es heißt, gegen einen richtigen Mann zu kämpfen. In Ordnung? Komm schon, worauf wartest du? Ha? Du bist ein Format, Häfli. Jetzt fang endlich an. Sie ist ein Mädchen. Wo pack ich sie? Liegen bleiben. Häfli, komm mal her. Runter von mir! Krieg ich jetzt vielleicht meinen guten Gegner? Ein großer Tag für Frauen. Sieh mal, wer in der Zeitung steht. Greg! Du bist berühmt! Du bist auf der Titelseite! Wenn ich sie besiegt hätte, was ich locker geschafft hätte, hätten sie mich drangekriegt, weil ich mir Mädchen wehgetan habe. Warum will die überhaupt wresteln? Wer weiß, Mädchen können sehr verwirrend sein. Heute erst habe ich ein Mädchen sagen hören, Bryce Anderson hätte einen süßen Po. Was soll das überhaupt heißen? Ein Po kann nicht süß sein. Es ist ein Po. Ich weiß, aber das hat sie halt gesagt. Wieso sprechen Mädchen in unserem Alter eigentlich nicht wie normale Leute? Und wie willst du jetzt Klassenliebling werden? 2 Worte. Perfekt geklagt. Und wie willst du das anstellen? Oh, das ist ganz leicht. Hemd und Krawatte und alles sind beeindruckt. Ich schwöre dir, das klappt 100 Pro. Look under the hood, but you don't know what I got. I'm a moving violation, baby. Hot, 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 hot. Tada! Ich hab dir doch gesagt, ich zieh das an. Ich weiß. Ich wollte, dass wir zusammenpassen. Seht euch die an. Ei, 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 was seh ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Noch ein Kuss. Tja, vielleicht hatte Roderick recht mit Rupert. Vielleicht brauche ich echt einen neuen besten Freund. Aber ich kann ihn nicht einfach abservieren. Ich meine, wenn jemand eine bessere Idee hat, immer raus damit. In dieser Schule, die deiner sehr ähnelt, ist ein Junge dabei, eine wichtige Lektion über Selbstwertgefühl und Respekt zu lernen. Oh, ich glaube, ich werde verrückt. Dieser Typ ist ja sowas von out. Es wäre schlimm, so wie er zu sein. Wie geht's? Wieso mag mich denn niemand? Vielleicht, weil keiner weiß, wie toll du wirklich bist. Brock Brannigan, Privatdetektiv, was machen Sie denn hier? Ich bin hier, um den Fall eines Jungen zu lösen, der einfach er selbst sein muss. Also gib alles, zeig ihnen, was für ein großartiger Kerl in dir steckt. Hey Leute, steht ihr auf Breakdance? Das ist ja echt ultra stark! Verscherzt! Setz dich zum Mittagessen zu uns, Freund! Super! Oh Mann, ich finde mich wirklich toll! Danke, Brock! Okay, sprechen wir darüber, was wir gelernt haben. Keine Ahnung, was mit den anderen ist, aber ich weiß, was ich gelernt habe. Ich finde mich toll. Das Problem mit Rupert ist, dass er nicht so ist wie ich. Ich kann ihn nicht absolvieren, denn er wäre verloren ohne mich. Aber vielleicht kriege ich ihn nochmal hin. Denn so ein Freund bin ich nun mal. Was machst du da? Ich mache deine Klamotten Junior High School tauglich. Sieh dir den Kram an. Zu babyhaft und beknackt. Zu... hau mir doch auf die Fresse mäßig. Was bist du, ein Austauschschüler? Oh Mann, das muss verbrannt werden. Das war ein Geschenk von meiner Mom. Dann will deine Mom, dass du umgebracht wirst. Auf die Plätze, fertig, los. Nein, nein, nein. Du siehst aus wie einer der 7 Zwerge. Man legt immer nur einen Gurt um. Ein Gurt, das ist nämlich cool. Aber da sind 2 Gurte am Rucksack. Warum machen die 2 Gurte dran, wenn man nur einen benutzen soll? Weil die Typen, die Rucksäcke machen, nicht cool sind. Wenn sie cool wären, würden sie nur einen Gurt dran machen, wie die coolen Eingurt-Leute. Weißt du, was ein Gurt hat? Maschinengewehre. Und weißt du, was noch? Eine E-Gitarre. Und was noch? Damenhandtaschen? Aber Joshi ist cool. Rupert, Joshi ist nicht cool. Er ist ein Popstar, der nicht mal selbst singt. Seine Fans sind 8-jährige Mädchen. Ja, ja, du bist nur neidisch, dass ich ihn entdeckt habe. Auf wen willst du hören, Rupert? Auf mich oder Joshi? Joshi sagt, hab Respekt vor deinen Eltern und verwirkliche deinen Traum. Dann hat Joshi bestimmt mal richtig Dresche gekriegt. Wow, du siehst ja schon fast so gut aus wie ich. Habe ich das toll gemacht oder was? Da ist Bryce Anderson. Sei einfach cool. Ja, hey Bryce. Süßer Po. Du machst mich fertig, weißt du das? Hör zu, Rupert. Heute ist Halloween, der beste Abend des Jahres. Also, versprich mir, dass du nichts Komisches anziehst, sagst oder tust. Du veräppelst mich, oder?
Meine Mom wollte, dass man mich auch im Dunkeln sieht. Aus dem Weltall? Also, wir nehmen ein paar Häuser mit auf den Weg zum Stadtrand. Und da stauben wir Süßigkeiten ab. Verstehe ich nicht. Warum sollen wir denn so weit latschen? Naja, weil da so viele Reiche wohnen. Die geben bestimmt jedem Kind 2 bis 3 richtig coole Süßigkeiten. Nicht so blöde Müsli-Riegel. Ich höre von richtig großen Milky-Ways und Nutter-Butters. Und wenn wir die richtige Zeit abpassen, haben die Reichen keinen Bock mehr aufzumachen. Und dann lassen sie die Schüssel vor der Tür stehen. Und wir sahen ab. Wow, hast du's gut. Meine Mutter hat mir verboten, mit ihrer Schminke zu spielen. Halt's Maul, du Trottel. Volle Windel hat heute ein Gig. Ihr wollt zum Stadtrand, hä? Da kommt ihr direkt am Teufelsanbeterwald vorbei. Teufelsanbeterwald? Ihr kennt doch wohl die Geschichte, oder? Also, da stand mal ein Haus. Direkt hier, wo der Wald ist. Sie mussten es abreißen, weil das, was da passiert ist, so schrecklich war. Was ist denn da passiert? Na ja, vor langer Zeit waren da 2 Jungs, die, ich weiß nicht, vielleicht auf der Junior High School waren. Und die standen am Halloween-Abend vor der Tür. Aber das Haus war voller Teufelsanbeter. Und sie warfen die Jungs in riesige Pizzaöfen und haben sie gebacken. Und dann haben sie aufgegessen. Und sie haben vergessen, die Öfen auszumachen. Und so brannte das Haus ab, mit allen, die drin waren. Und wie sind die Bäume dahin gekommen? Und dann haben sie die Bäume gepflanzt. Oh. Und bis zum heutigen Tag ist an Halloween, also heute, das durchdringende dämonische Gelächter der Teufelsanbeter zu hören, die durch den Wald streifen auf der Suche nach weiteren Jungs, um sie zu opfern! Hey, Roderick, hilfst du mir mal beim... Trägst du Eyeliner? Susan? Ich habe Türdienst, danke. Bobby! Mom, kannst du ihm sagen, dass er mich nicht so nennen soll? Was, wenn es jemand hört? Dann weiß derjenige, dass er dich sehr lieb hat. Oh, Frank, Schatz, kannst du vielleicht mit ihm gehen? Nein, kann ich nicht. Ich muss das Haus bewahren. Wenn uns einer mit Klopapier einwickeln will, gibt's einen kalten Guss vom Dach. Oh, Schatz, ich finde, das solltest du nicht nochmal tun. Denk dran, wie das im letzten Jahr ausgegangen ist. Hi. Ich dachte, es wären Teenager gewesen. Ich konnte durch die Büsche nicht sehen. Von der Hockerei tat mir alles weh. Und deshalb mache ich es dieses Jahr vom Dach aus. So sehe ich an sie kommen. Können wir jetzt endlich los? Ja. Geht. Aber bleibt schön in der Nähe. Seht uns an der Lauris! Und nicht zum Stadtrand. Versprochen! In der Gegend bleiben wir den ganzen Abend. Der Typ hat mir 2 riesen Snickers geschenkt. Hab ich dir gesagt oder hab ich dir gesagt? Die haben hier so viel Geld, dass sie damit heizen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Hey, Reflektorzwerg! Schickes Kostüm! Danke, meine Mom hat es für mich. Das war der Hammer. Ich hab euer Nummernschild gesehen. Wir rufen die Bullen. Oh, Mann. Lauf! Hey, sie laufen da durch. Los. Wo laufen wir hin? Wir sind total ungeschützt. Zum Haus meiner Oma. Beeilung! Sie kommen! Ich werde euch verprügeln! Ach ja, jetzt habe ich aber Angst! Das solltest du auch! Seid froh, dass ihr euch da drin verstecken könnt, hinter eurer Mami! Das stimmt nicht! Das ist nicht unser Haus! Es gehört seiner Oma und die ist nicht mal da! Was? Wieso hast du denen das verraten? Der das gerade echt gesagt. Ups! Jetzt gehen die niemals weg. Ruf deine Mama, damit sie uns abholt. Meine bringt mich um, wenn sie erfährt, dass wir hier sind. Meine auch. Sie findet, du bist kein guter Umgang für mich. Sie hat recht. Wir müssen ausbrechen, egal wie. Hast du 3? Du musst abheben. Hey, was ist denn das? Geht uns aus dem Weg! Ich will niemanden verletzen! Wir wollen nur verschwinden und vergessen, was vorgefallen ist! Hier muss keiner den Helden spielen! Oh. Verarscht ihr mich? Ich reiß euch die Arme aus und box euch mit euren eigenen Fäusten in die Fresse! Sie holen uns ein! Hier lang! Der Teufelsanbeterwald? Auf keinen Fall! Hey! Wir kriegen euch! Sie laufen in den Wald.
Nein, ich werde nicht in den Teufelsall wieder weit gehen. Das ist noch nicht vorbei! Ich hab echt Schiss! Lauf einfach weiter! Hier! Yeah! Hast du das gehört? Das sind die Teufelsanbeter! Jungs! Sind wir in Sicherheit? Ja, und wir haben auch noch unsere ganzen Süßigkeiten. Entschuldigung, ich dachte, ihr seid Teenager. Vielleicht löst es ja auch mal. Hey! Jeder, der über plötzlich auftretende rote Augen klagt, möchte bitte sofort die Krankenschwester aufsuchen. Zum Schulausflug. Heute gehen die Genehmigungsformulare raus für unsere jährliche Exkursion zum Thema die Geschichte der Klempnerei. Und nun zum Sport. Ich löffel Schwindler von Schalilöffel, heute löffel Schaflerhaf. Reden die da über mich? Keine Ahnung, ich kann dummerweise kein Russisch. Und zu guter Letzt, es sind ein paar Stellen im Sicherheitsdienst frei geworden. Wer Interesse hat, meldet sich nach dem Unterricht bitte bei Mr. Winsky. Na, das ist doch mal was. Sicherheitsdienst, die Polizei der Junior High School. Man kommandiert alle rum, verpetzt die Idioten und verpasst 3 Stunden pro Woche den Unterricht. Der Sicherheitsdienst ist ein heiliges Amt. Wenn ihr diese Weste und diese Marke tragt, seid ihr die Beschützer der Schwachen. Ihr werdet damit zum Vollstrecker der Gesetze an unserer Schule. Denn der Straßenverschmutzer und rechtswidrige Fußgänger von heute ist der Scheibenzerstörer und Graffiti-Raudi von morgen. Und es ist unsere Aufgabe, das zu verhindern. Und so frage ich euch, seid ihr diesem Job gewachsen? Ja! Willkommen beim Sicherheitsdienst. Und denkt bitte immer daran, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Euer erster Einsatz ist gleich nach dem Mittagessen. Ihr seid für die ersten 20 Minuten der 6. Stunde entschuldigt. Aber dann verpassen wir ja allgemein... Autsch! Kriegen wir dafür noch was umsonst? Ein gratis Kakao. Könnte dieser Tag noch schöner werden? Wow, ist das Kakao? Tut mir leid, nur für den Sicherheitsdienst. Leider. Ihr wolltet nicht zur Schülerzeitung, aber habt euch freiwillig für den Sicherheitsdienst gemeldet? Wollt ihr euch etwa evolutionär zurückentwickeln? Was? Hört zu, der Sicherheitsdienst ist nun mal das Unterste vom Untersten, das Blödeste vom Blöden, das soziale Auffangbecken für Doofe. Du bist mir neidisch, dass man dir nicht die Sicherheit der Schule anvertraut. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss das Gelände bewachen. Ich hab Hunger. In einer Reihe, Kinder. Im Gänsemarsch. Einer hinter dem anderen. Greg, das sind die Typen von Halloween. Was sollen wir jetzt tun? Komm schon, Mann, jetzt zieh mal meinen Finger. Ich schwöre dir, dass ich keinen fahren lasse. Nebeneinander, Schulter an Schulter. Stellt euch nebeneinander. Wow. Das war knapp. Zu knapp. Und ich habe Twisted Wizard 2 bekommen. Und ein neues Fahrrad. Oh, und wir fahren mit der ganzen Familie Silvester nach New York City. Was hast du gekriegt? Mein Dad hat mir ein Langhandelsset geschenkt. Weißt du, wie viele Videospiele man dafür gekriegt hätte? Ich bin abgehauen, bevor er noch sagt, ich soll gleich loslegen. Na komm, lass uns Twisted Wizard 2 bei dir spielen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mein Dad ist immer noch sauer auf dich. Weswegen? Wir haben doch letzte Woche so eine Geheimsprache erfunden, weißt du noch? Dein Paar, Dad Paar, riecht Paar wie eine Paar, Frau Paar. Ich schätze, er hat den Code geknackt. Dann spielen wir besser draußen weiter. Warum fährst du nicht? Und ich werfe auf dich. Mir tun die Beine von hier herlaufen weh. Alles klar, Robert? Komm schon, steh auf. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Sicher, dass der Arzt nicht spinnt? Ich finde, der sah gar nicht so gebrochen aus. Doch, ist gebrochen. Röntgenbilder lügen nicht. Au, Backe. Robert, was ist passiert? Ist gebrochen. Wie? Dreiradunfall. Du bist witzig. Darf ich was draufschreiben? Darf ich auch? Was? Logo! Hey, ich bin schuld, dass das passiert ist. Toll, du Idiot. Tut mir leid. Au! Ich konnte es nicht fassen. Rupert aß tatsächlich an einem Tisch. Wegen etwas, das ich getan hatte. Wo ist meine Belohnung? Und er ist Rechtshänder. Er könnte also auch ganz gut alleine essen. Und? Wie läuft dein Klassenlieblingsprojekt so? Großartig. Mir wurde klar, dass Ruperts Verletzung eine ziemlich gute Masche war.
Sie, seht euch das an. Meine Güte, was ist passiert? Eine ganz böse verschleppte Entzündung, weil ich dachte, der Splitter ist nicht weiter wild. Wollt ihr vielleicht als erstes mal einen Beileidszettel unterzeichnen? Nein. Ich unterschreibe ihn, Greg Caplay. Aber nur, wenn du mir die Entzündung zeigst. Und auf dem Röntgenbild sieht man ganz genau, wo der Knochen gebrochen ist. Ich hatte genau den gleichen Bruch letztes Jahr. Und der Arm wurde grün und blau. Cool, meiner auch. Hey, Gregory, willst du die Karte unterschreiben? Du hast Rupert eine Karte geholt? Was? Nein, die ist für Brian Little. Du weißt schon, der Junge, der für die Schülerzeitung die Verrückter Hund-Comics macht. Er hat Mumps und er wird 3 Monate nicht zur Schule kommen können. Oh, ist ja wirklich ätzend. Also nur so aus reiner Neugier. Wer zeichnet denn jetzt die Comics? Da läuft ein Wettbewerb. Aber das Wichtigste ist, dass Brian wieder gesund wird. Aber natürlich. Dass Brian Little Mumps bekam, war Schicksal. Ich zeichne ständig Comics. Die werden mich nehmen. Ich beschloss, Rupert zu verzeihen, dass er seinen gebrochenen Arm so vermarktet hat. Und ich habe ihm gesagt, dass er mit mir an dem Comic arbeiten darf. Also ich habe gedacht, dass wir sowas hier machen könnten. Huch, ich bin in eine Pfütze getreten. Zum Glück ist es keine Säurepfütze. Eieieiei, es ist eine Säurepfütze. Auweia, Mama. Auweia, Mama. Das ist immer wieder der gleiche Witz. Ja, auweia, Mama. Wir können nicht immer wieder dasselbe machen. Können wir schon, wenn's auweia, Mama ist. Das Ganze müsste ein bisschen raffinierter sein. Ich wüsste gern, was in dieser schicken kleinen Schachtel ist. Das ist keine Schachtel, das ist ein Ziegelstein, du Blödmann. Ups, ich versuche schon den ganzen Tag das Ding aufzukriegen. Kann er jetzt auweia, Mama sagen? Nein, das ist nicht witzig. Wieso? Ich finde das total lustig. Ich finde auweia, Mama gut. Weißt du was? Wenn du es so toll findest, dann mach's doch allein. Ganz einfach. Okay. Das mache ich. Tschüss. Hey, ich habe mein Regenzeug vergessen. Du musst die Kinder heute nach Hause bringen, ja? Geht nicht. Der darf nicht nass werden. Nimm doch mein Regenzeug. Wo ist Rupert? Dein Gips darf nicht nass werden. Der macht das besser als du. Oh nein. Rette sich, wer kann! Weltraummonster! Sie werden uns auffressen, wenn wir nicht in dieses Loch da reinspringen. Komm, Leute, bewegt euch! Na los, sie werden uns alle fressen! Beeilung! Verlangs, bitte rettet euch! Vorwärts! Hey! Super Schäfer, bist du das? Ja, Mrs. Irvine! Tut mir leid, Kinder! Jetzt auf? Auch wenn uns die Ärzte versichern, dass Mrs. Chesnick nicht mehr ansteckend ist, bleibt die Nacho-Bar in der Cafeteria für den Rest der Woche geschlossen. Aber jetzt das, worauf ihr alle gewartet habt. Das Kollegium, Schülerrat und Redakteure haben sich zusammengesetzt und den neuen Comiczeichner für die Schülerzeitung gewählt. Und der Gewinner ist Auweia Mama von Rupert Jefferson. Was? Das ist echt witzig. Herzlichen Glückwunsch. Auweia Mama. Ich konnte es nicht fassen. Bin ich der Einzige, der Sinn für Humor hat? Rupert, darf ich in deinem Comic sein? Klar! Oh, darf ich auch? Ich will's auch sagen. Oh, Vanya, Mama. Na, logisch! Hey, Rupert, ich gratuliere. Danke. Ich habe mir alles angesehen, was eingereicht wurde. Und deins war bei weitem das Beste. Deins habe ich auch gesehen. Hey, Rupert! Hey, Bryce! Ja, hey, Bryce! Hey, du da. Wow! Auf einmal kennen mich alle an der Schule. Als wenn ich berühmt wäre. Ist das nicht toll? Ja. Rupert Jefferson, ich muss dich in mein Büro. Jetzt. Mich hat gerade eine Mrs. Irvine angerufen, wegen der Sache mit den Kindergartenkindern letzte Woche. Sie war sehr aufgebracht. Und das bin ich auch. Was? Du hast das heilige Amt beschmutzt. Diese Marke hat eine Bedeutung. Und was machst du? Du spuckst auf sie. Ich tue mich schwer, dich auch nur anzusehen. Ich weiß echt Spar nicht, dir was... dir das. Du bist offiziell vom Sicherheitsdienst suspendiert. Und du wirst dich angemessen bei den Kindern entschuldigen. Ja, Sir. Hey, was hat er gesagt? Ich wurde gefeuert. Ich weiß noch nicht mal, wovon er gesprochen hat. Rupert! Was? Gar nichts. Du bist seit einer Stunde zu Hause und hast mich nicht einmal genervt, dass du irgendwas Süßes willst. Ist mit dir alles okay? Also, ich
bin gerade in einer schwierigen Situation. Ich weiß was und wenn ich die Wahrheit sage, dann könnte das jemandem schaden. Aber wenn ich es nicht sage, könnte ich jemand anderem schaden. Ja, ich würde sagen, hör auf dein Gefühl und versuch das Richtige zu tun. Weil es unsere Entscheidungen sind, die uns zu dem machen, was wir sind. Okay. Ich habe mich die ganze Nacht rumgewälzt und über den Rat meiner Mom nachgedacht. Und ich habe beschlossen, das Richtige zu tun. Es tut mir sehr leid, dass ich euch erschreckt habe. Was? Ich habe beschlossen, dass Rupert sich fürs Team opfern muss. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Hey, wie geht's denn so? Ach, ich hatte ziemlich miese Laune, weil ich beim Sicherheitsdienst rausgeflogen bin. Aber dann habe ich ein paar neue Auweia-Mamas gezeichnet und dann ging's mir besser. Guck mal, du bist im Comic von dieser Woche und du sagst sogar Auweia-Mama. Wow, das ist toll. Nett. Also, hör zu, ist irgendwie eine lustige Geschichte, die Sache mit dem Sicherheitsdienst. Ja? Bereit für was Komisches? Weißt du, ich bin derjenige, der die Kinder erschreckt hat. Was? Ja, und ich finde, wir können beide etwas Wertvolles aus dem Vorfall lernen. Ich, dass ich vorsichtiger bin, was ich vor Mrs. Irwins Haus anstelle. Und du, naja, du solltest vorsichtiger sein, wenn du deine Regenjacke borgst. Weißt du was, Greg? Du bist kein guter Freund. Wow, wie kannst du sowas sagen? Ich bin ein toller Freund. Wenn du ein toller Freund wärst, hättest du Mr. Winsky die Wahrheit gesagt. Okay, ein so ein Ding. Jetzt sei doch nicht böse wegen einer... Du interessierst dich nur für dich. Du doof. Du hast meine Klamotten schlecht gemacht und du hast über Joshi gelacht. Es tat dir noch nicht mal leid, dass du mir meinen Arm gebrochen hast. Der gebrochene Arm war doch das Beste, was dir je passiert ist. Ruf mich nie wieder an. Komm nie wieder zu mir nach Hause. Wir sind fertig. Ich dachte, das Ganze erledigt sich von selbst. Aber Rupert straft mich immer noch mit Nichtachtung. Sogar als ich versuchte, den ersten Schritt zu machen. Eines der Kindergartenkinder hat seinen Eltern dann die ganze Geschichte erzählt. Greg, du bist ab sofort von den Pflichten des Sicherheitsdienstes entbunden. Rupert, für dein ehrenhaftes Verhalten unter falschem Verdacht befördere ich dich zum Team-Captain. Dieses Amt habe ich selbst 2 Jahre lang bekleidet. Du wirst es in Ehren halten. Ich wollte nicht in der Vergangenheit rumwühlen, aber dann hat er sich an Colin reingeschmissen, nur um mich zu ärgern. Als ob es mir nicht egal wäre, dass er... Wisst ihr was? Das Spielchen kann ich auch spielen. Es gibt kein Zurück, Sergeant. Ich muss jetzt in den Helikopter. Halten Sie die Augen offen. Sie haben immer meine Rückendeckung, Captain. Also, ich hab gedacht, vielleicht fänd ich es ja cool, wenn mal jemand bei dir schläft. Ja. Und wer? Na, ich. Ja, und wann? Jetzt. Greg Hathaway, ich liebe dich. Wir sind die besten Freunde für immer. Wollen wir uns gegenseitig küssen? Okay, gehen wir rein. Ich fass es nicht. Greg Hathaway ist in meinem Zimmer. Greg Hathaway ist in meinem Zimmer, Rebecca. Was willst du spielen, Greg Hathaway? Wie wär's mit Twister? Ich finde Twister irgendwie nicht so spannend. Süßigkeiten! Warte, Finley! Nein, warte! Ich finde, wir sollten die für später aufheben. Gehen wir doch raus und... Meine Mama hat mir Zucker verboten. Sie sagt, wenn ich zu viel Zucker esse, werde ich hyperaktiv. Aber das ist so gut! Oh, Greg Hathaway! Lust auf Popsi, die Hops? Ja, Finley, mir fällt gerade ein. Ich bin verabredet. Eine ganz wichtige Verabredung. Ja, zum Hausaufgaben machen. Ich muss jetzt wirklich gehen. Hau ab mit dem Finger! Ja! Ja! Ich kann fliegen! Greg,
lieber Gregory, tut mir leid, dass ich dich mit dem Popel an meinem Finger gejagt habe. Hier, ich habe ihn auf den Zettel geklebt, damit du es mir heimzahlen kannst. Was? Okay, das reicht. Ich zeig Rupert, dass ich ihn nicht brauche. Wenn er mich als der Begabteste im Jahrbuch sieht, kommt er garantiert wieder angerannt. Okay, da so viele zum Vorsingen heute erschienen sind, werden wir, um Zeit zu sparen, ein Gruppensingen machen mit einem meiner Lieblingslieder. Bitte richtet euch nach dem Text auf dem Zettel. Ich werde dann die besten Stimmen aussuchen und euch einteilen. Never coming round, turn around. Every now and then I get a little bit tired. Listen to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. That the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around. Bye, bye. Every now and then I fall apart. Was für eine schöne Sopranstimme du hast. Mir fehlen die Worte. Du bist die perfekte Dorothy. Nein, 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 ich kann nicht wirklich. Greg Heffley ist vom Sicherheitsdienst suspendiert worden. Wie können Sie gerade ihm die Hauptrolle des Stücks geben? Er darf nicht Dorothy werden. Ich bin Dorothy. Ist gut, Patty, beruhige dich. Ich bin Dorothy. Ich! Meine Mutter ist die Vorsitzende vom Elternrat. Sie könnte ihre Karriere zerstören. War nur so eine Idee. Also, Greg, deine Stimme ist zu hoch für eine andere männliche Rolle. Ein Baum wäre vielleicht was für dich. Ein Baum? Niemals. Die Bäume werfen Äpfel ab, Patty Farrell. Kennst du den Film etwa nicht? Wie, kriegen wir für die Arme keine Löcher? Wie sollen wir Dorothy ohne Armlöcher mit Äpfeln bewerfen? Hier wird niemand mit Äpfeln werfen, also braucht ihr auch keine Armlöcher. Wir wollen ja nicht den Film nachspielen. In meiner Fassung können die Bäume singen. So, hier. Hello, my dear. She knows where it goes with her dog so small and true. Das ist ja voll süß. She bears well, yes, we do. Ah! Ah, mein Zahn! Ich glaube, ich habe den Zahn ausgeschlagen. Oh, vielleicht sollten wir doch Armlöcher reinmachen. Ist sie verletzt? Ach, echt? Ist das nicht aufregend? Dein Sohn spielt Theater? Ja, natürlich. Es ist nicht Wrestling, aber... Aber es ist wenigstens etwas. Erforschen wir nun diesen Zauberpfad. Wow, wow! Bobby! 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 Hey, Bobby, ich glaube, du hast deinen Apfel verloren. Hä? We three trees from yonder glen do spy a fair and sweet maiden. Whilst we're rooted to our spots in silver slippers, she doth trot down the winding yellow road. Doth she know to where it goes? With her dog so small and true, we hope she fares well. Yes, we do. We three trees from. From yonder glen, wish her joy through journey's end. Sing! 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 Los, mach schon, Greg Heffley! Jetzt mach das Stück nicht kaputt, so wie du es mit allem anderen auch machst. Willst du etwa, dass ich rüberkomme und dir wieder ein paar verpasse? Hallo, Mom. Ich bin Dad. Ich finde, Dorothy hat's verdient. Danke, Dad. Da waren ein paar gute Würfe bei. Guck mal, was im Müll lag.
ist sicher aus Versehen da gelandet. Gib das her, Roderick! Auf keinen Fall. Du holst dir doch. Na los! Gib her! Komm schon! Gib alles mit deinen dicken Muckis. Oh nein. Okay, Jungs, bitte. Ist ja gut. Das ist für dich. Das ist eine Einladung zum Mutter-Sohn-Sweetheart-Tanz. Ich wusste, dass du den nicht verpassen willst. Das wird sicher ein Riesenspaß. Da solltet ihr hingehen, das wird sicher ein Riesenspaß. Spaß? Das ist das genaue Gegenteil von Spaß. Mein ganzes Jahr war schrecklich und keinen interessiert's. Meine Familie, meinen besten Freund. Ich hab's satt. Dafür muss jemand büßen. Okay, Manny, ich werde diesen Schokoriegel in Rodericks Rucksack packen, verstanden? Der ist für Roderick. Also, was du auch tust, geh auf keinen Fall an den Schokoriegel. Greg, Untersetzer. Manny, wo hast du das denn her? Oh Mann, das ist ja widerlich. Roderick! Ich muss mit dir reden, unter vier Augen, sofort. Schieß los, wir sind eine Band. Wir haben keine Geheimnisse. Okay, gut. Was ist das? Gehört mir nicht. Die war aber in deinem Rucksack. Nein, die war in meinem Zimmer. Oh. Macht dich der Besitz dieser Zeitschrift zu einem besseren Menschen? Nein. Macht es dich in der Schule beliebter? Ja. Nein. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so ein Magazin besitzt, Roderick? Beschämend. Hast du den Frauen irgendwas zu sagen dazu, dass so ein unanständiges Magazin in deinem Besitz ist? Es tut mir leid, Frauen. Ja, Frauen. Du hast Hausarrest für 2 Wochen. Okay, entspann dich, Susan. 1 Woche reicht dir wohl. Machen wir 4 draus und gib mir den Schlüssel zu deinem Van. Meinem Van? Ja! 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 Geh ran, Rupert. Hallo? Hallo? Das ist ja wunderschön, Pinselkatzen. Mom, hör auf mit der Tanzerei. Das ist voll peinlich. Ach, hab dich nicht so. Ich bewege mich nur zur Musik. Ich flehe dich an. Hör bitte auf damit. Okay, okay. Also, wenn wir sowieso nicht tanzen, geh doch vielleicht zu Rupert und sprich mit ihm. Es wird Zeit, dass ihr euch wieder vertragt. Ich kann nicht. Liebling. Er ist dein bester Freund. Und manchmal, wenn jemand es wert ist, muss man über seinen Schatten springen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich könnte nachher noch ein Eis vertragen. Wie wär's, wenn du ihn fragst, ob er mitkommt? Ja. Hey, Rupert. Hey. Also, willst du später noch ein Eis mit mir essen gehen? Tut mir leid. Wir haben schon was vor. Ja, so ist es. Oh, gut. Meine Mom wollte, dass ich frage. Hab ich jetzt. Ich wollte auch kein Eis essen. Und? Oh, Schätzchen, tut mir leid. Autorennspiel bei dir zu Hause vergessen und Colin schläft heute bei mir. Ich brauch's wieder zurück. Was? Vergiss es. Wer es gefunden hat, darf es behalten. Du hast es nicht gefunden. Ich hab's vergessen. Meinetwegen, dann. Wer es vergisst, hat gelost. Diese Redewendung gibt's gar nicht. Doch, wenn ich sage schon. Dieses Spiel gehört mir. Weißt du was? Du hättest das Spiel gar nicht, wenn ich dir nicht davon erzählt hätte. Du hättest nicht mal die Hälfte von deinen Sachen ohne mich. Ja, den gebrochenen Arm auch nicht. Das ist 1 Million Jahre her. Jetzt knappt er.
Hörst du das? Knack, 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 knack. Und das alles deinetwegen. Es war ein Unfall. Mit ihm in den Arsch rupert. Ist ganz leicht. Nein, du! Hör auf, mich nachzumachen! Das ist der schlechteste Kampf auf der ganzen Welt! Jetzt hau doch mal zu! Oh. Na, sieh mal einer an! Wen haben wir denn da? Okay, ihr zwei seid sowas von tot. Ihr macht jetzt lieber eine Flocke, sonst gibt's für euch Aufschläge! Ihr zwei nicht! Jungs, ihr habt nicht die geringste Ahnung, was ich mit euch anstellen werde. Was stellen wir mit denen an? Keine Ahnung. Wir müssen uns ranhalten. In einer halben Stunde fängt meine Schicht im Cinnabin an. Ich weiß, was wir tun werden. Bring mir den dicken. Das bist du. Vorwärts. Aufheben. Aber... Aufheben. Ist es, oder ich stopf dir das ganze Ding in den Mund. Ich will gar nicht genau sagen, was geschehen ist, denn wenn Rupert jemals für die Präsidentschaft kandidiert und jemand rausfindet, wozu ihn diese Kerle gezwungen haben, hat er keine Chance. Jetzt du. Ich habe eine Milcheiweißallergie. Ich würde draufgehen und dann kommt ihr in den Knast. Und... Hey, was macht ihr auf dem Schulgelände? Los, los, los! Pete Hosey, bist du das? Alles okay? Ja? Okay. Geht mir aus dem Weg! Geht mir aus dem Weg! Oh mein Gott! Rupert Jefferson hat ich habe Käse gegessen! War das. Und soll ich euch mal was sagen? Ich habe euch allen einen großen Gefallen getan. Ich habe den Käse gegessen, um euch zu zeigen, wie bescheuert diese Schule hier ist. Die falschen Freunde, der falsche Tisch beim Essen, der falsche Po. Alles absoluter Unsinn. Genauso wie der Käse. Ich weiß es. Ihr alle wisst es. Also los. Kommt her, alle, die den ganzen Quatsch satt haben. Kommt zu mir nach vorne. Nicht übel, Hefley. Nicht übel. Und? Kommst du nach der Schule zu mir zum Spielen? Ja. Okay. Was würdest du ohne mich machen? Das Gleiche habe ich über dich. Hier ist dein Jahrbuch. Ich wünsche schöne Ferien. Danke, Patty. Hier ist dein Jahrbuch. Von dir ist ja nicht gerade viel drin. Krieg vielleicht nächstes Jahr mal öfter aus deinem Loch. Weißt du was, Patty? Irgendwann ist die Junior High School zu Ende und wir kommen auf die High School. Und danach kommt das Leben. Und alles, was du jetzt für unheimlich wichtig hältst, gibt's da nicht mehr. Träum weiter. Wie geht's von wegen? Es dir zu geben, ist so, als würde ich dich anfassen. Und ich bin viel zu schlau, um jemanden anzufassen, der den Käse gegessen hat. Rupert! Oh, ich wünsche dir schöne Ferien. Und bleib so cool. Ja, du bist viel zu schlau für mich, Patty Farrell. Also, das Jahr lief dann doch gut. Ich wollte Klassenliebling werden und das habe ich geschafft. Auch wenn es vielleicht nicht genauso lief, wie es geplant war. Auweia, Mama! Die süßesten Freunde. Maybe I'm a critic, a cynic, grandma.
me.